Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Oh, hier scheint heute die Sonne. Ist es nicht schön? Nee, ne? Und ich habe Kopfschmerzen. Das am Sonntag, Mann, oh Mann, oh Mann. Wo soll das enden? Ja, in Montag, ne? Hoffen wir das Beste. Hast du diese Opferparteien wieder mitbekommen? Diese AfD und diese BSW, diese Nestbeschmutzer, die Deutschland nur schlecht machen können, nie was geleistet haben, aber schlecht machen können? Boah, da könnte ich mich übergeben. Ich habe mir das gestern noch mal genau angeguckt. Den ganzen Ablauf, Phoenix war da sehr gut und hat den ganzen Ablauf dieser Schmierengeschichte im Thüringer Nestbeschmutzer. Landtag also Nestbeschmutzer. genau rückverfolgt. Und dann gibt es ein Video, das haben die aber sehr schnell wieder runtergenommen bei sich, was ja nicht viel nützt, weil andere haben es längst mitgeschnitten, wo dieser komische Treutler da, dieser Stadtrat von Sonnebesch, dann auch noch sagt, dass die Strategie, es gab eine Strategie und die ist aufgegangen. Das Ja, heißt, klar. da Ja. ist ein systematisches Verhalten der AfD da. Ja. Und dann habe ich mir nochmal unsere Grundgesetzartikel angeguckt. Und es steht da nicht drin, dass die Handlungen geeignet sein müssen, sondern es steht das Verhalten. Und die verhalten sich alle systemwidrig und zwar eklatant. Und da müssen wir jetzt langsam mal in die Pötte kommen. Gut, ich denke, also wir zwei sind emeritierte Opas, pensionierte Opas. Wir reißen da nichts mehr, aber die ganzen demokratischen Parteivorstände, die haben nichts Besseres zu tun, als diesen, wie soll ich das sagen, Sumpf und diese Gülle auch noch zu rezitieren. Wenn die glauben, dass es ihnen dabei besser geht, werden wir mal sehen, wie das in Österreich heute Abend ausgeht. Ja. Also, ich meine, wer Gülle verteilt, wird sich damit abfinden müssen, dass er von Gülle bespritzt wird, nicht wahr? Ja, meistens passiert das, wenn ich Du als alter Bauer. selbst beim Kärchern wärst du nass von deinem eigenen Kram und dann nicht von dem sauberen Wasser, sondern von dem, wo du den Dreck mit losgemacht hast. Genau. Naja, es Naja, gibt ey. ja auch noch, gibt ja auch noch andere Themen. Der Habeck ist ja so ein ganz Schlauer, der freut sich jetzt, dass seine Jugend weg ist, dass seine Zukunft weg ist. Jetzt kann er ja mit seinem Heizungsgesetz, mit seiner Position zu noch mehr Waffen für die Ukraine, mit seiner Position für mehr Fracking endlich mal grüne Politik machen, ne? Ab in die Mitte, Herr Habeck. Ja, so ist es in Krisenzeiten. Da macht der Mensch Abstriche da, wo es ihn zu viel kostet und da, wo es zu viel Veränderung gibt. Logisch. Die Grüne Ja, Partei schiebt sich immer mehr ins Abseits und die Populisten gewinnen. Die haben demnächst eine strukturelle Mehrheit. 30% bei der AfD, 20% bei Wagenknecht. Und dann ist Regieren unmöglich und dann haben sie genau das erreicht, was ihre Strategie ist, ihr Drehbuch, das sie im Hinterkopf haben, nämlich der Menschheit bei uns hier aufzuzeigen, dass dieses System destabilisieren, nicht funktioniert. destabilisieren. Ja. Demokratie ist scheiße, weil es nicht funktioniert. Ja. Genau, destabilisieren, destabilisieren, destabilisieren. Das ist das Motto dieser Herrschaften. Ja, diese komische Deutschland GmbH, die 70 Jahre, 75 Jahre Frieden garantiert hat, brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Europa brauchen wir nicht mehr. Weg damit. So ein Schwachsinn. Ja, die Welt wird komplexer und die Menschen denken unkomplexer. Ja, unterkomplex. Denken ist, sorry, denken ist dann auch schon ein schwieriges Unterkomplex Wort. ist ja sehr freundlich, sehr Ja, freundlich. Also man wirklich. kann es auch Dummheit nennen, glaube ich. Ja, es ist einfach Naja. dumm, sich dem zu ergeben. Aber nur gut. So ist es. Die SPD in Rheinland-Pfalz übt sich in Solidarität, finde ich eigentlich gut. Auch einen ganzen Haufen junge Leute, ganz junge Politiker, die jetzt mal nach vorne gehen, die trotzdem schon Erfahrungen haben. Das sollte überall passieren, diese ganzen Pappnasen, die seit 30 Jahren eine Wahl nach der anderen versieben. Wo haben die denn Erfolge? Ich sehe da wenige, ganz wenige. Ab und zu mal ein Highlight. Aber die Politik läuft, ja. Also die Politik läuft. Ne? Ich bin
Heute Morgen schon wieder von einer Ohnmacht in die nächste gefallen. Ich habe Kritiken gehört zur Krankenhausreform und habe mir da auch einiges angelesen. Also eine weitere Ökonomisierung, wie sie der Kollege Lauterbach gerade betreibt, hat wenig mit Sozialdemokratie zu tun, ist wenig zielführend. Aber Applaus, Applaus! Tja, da haben wir halt seit Ulla Schmidt den falschen Weg selber mit eingeschlagen, sicherlich in einer Situation, wo es kaum einen Ausweg gab. Viele Kliniken sind privatisiert und die drücken den anderen ihren Stempel auf. Ja, wir haben zu viele Krankenhäuser. Ja, der Mensch hätte lieber das Krankenhaus direkt im Nachbarhaus, damit er nicht so weit zur Oma laufen muss, wenn die einen Herzinfarkt hatte oder was weiß ich. Natürlich, wir werden um einiges nicht rumkommen, aber es darf zum einen nicht aus weislich zur Belastung der Beitragszahler gehen. Und das sind die in den gesetzlichen Kassen. Und die tragen dann die Hauptlast dieser Reform. Nee, Der das geht Bund alles hat ja nicht. kein Geld, der greift dann da hinein. Die Länder Ah, versuchen genau. auch. Ja. Die Alle armen versuchen sie. Und Krankenhauskonzerne. die Privatversicherten sind draußen, oder wie? Die Genau. sind komplett draußen. Die legen sich in die gemachten Betten. Ja, genau. Die Privatpatienten, die wissen, wie es geht, wie man billig, billig, billig die Kassenpatienten mit über den Tisch zieht, wie man da abkassiert für geringe Beiträge, möglichst hohe Leistungen. Da brauchen wir nur ein Bett dafür. Wir brauchen auch keine Infrastruktur, kann man alles einstampfen, Schuldenbremse, wir bremsen das alles weg. Was sollen wir mit Krankenhausbetten? Privatpatienten, wir können auch nach Dubai fliegen oder nach Bangkok, ist doch kein Problem. So geht das. Ja, und was macht der Kollege Genosse? Fürchterlich. Also ich bin entsetzt. Statt Solidarität zu üben, brauchen im Übrigen jetzt auch die IG Metaller mal wieder. Die wollen vernünftigerweise 7% haben, mehr Lohn, weil wenn VW zugrunde geht, nachdem sie gerade 4,5 Milliarden Dividenden gezahlt haben, dann können ja wohl nicht die Arbeiter dran schuld sein. Dann ist das ja wohl wer anders. Das geht so nicht. Also man muss das. Zelensky ist ja am Siegen, 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 Siegesplan. Da könnte ich mich ja auch mit dem Kopf an die Wand schlagen, aber ehrlich du, hatten wir schon. Bis zum Endsieg haben wir gesiegt. Naja, ich bin Bis heute zum schon ersten drauf. schweren Winter, ja. Im Winter, ja, da wird es besonders, da gibt die Winterhilfe. Wir haben ja hier bei uns im Ort einen Autozulieferer, hauptsächlich abhängig vom Daimler. Der Naja. hat schon enorme Abstriche machen müssen. Der hat schon Personal abgebaut auf ungefähr die Hälfte. Das bedeutet natürlich in so einer Region in the middle of nowhere, wo wir hier leben, im Hochtaunus, Hintertaunus, eine hohe Belastung für einmal die Familien, zum anderen aber auch für die Kommunen. Die wissen auch nicht, wie es richtig weitergeht. Sie wissen nur, der Wandel kommt und man versucht sich auf niedrigerem Niveau darauf einzustellen, weil auch nicht mehr so viel Ach. erforderlich ist, weil Elektromotoren halt nicht so viel drumherum mehr brauchen. Das weiß Ja. der Chef. Ich kenne ihn ja persönlich, ja. Ich sitze ja einmal im Monat mit denen zusammen und wir Ja. reden auch darüber. Die wissen wirklich nicht, wie es weitergeht, ja. Und Ja. der Daimler, der bricht das runter. Und die Kleinen, die ganz Kleinen, die brechen weg Ja, mit natürlich, natürlich, Millionen Schulden, natürlich. mit nicht Es gibt abbezahlten doch, Kredit und, wo ja. gibt es denn hier eine Industriepolitik? Was macht der Habeck denn? Außer dumme Sprüche, der kann doch nicht mal ein Gesetz erklären. Wo macht er denn Industriepolitik? Wo nimmt er denn Einfluss darauf, dass Transformation stattfindet? Da sehe ich nichts. Ein paar Windmühlen sind die Transformation vom Herrn Habeck. Ein paar Meter Kabel durch die Republik ziehen sind die Transformation von dem Herrn Habeck. Ich sehe nicht, wo der unterwegs ist und sich mal mit künstlicher Bei uns Intelligenz unsere auseinandersetzt. Wasserversorgung für 7.000 Leute komplett kaputt machen, wie hier Rhein-Main-Link. Da wird einfach federstrichartig irgendwas gemacht, weil die Großen brauchen ja Elektrizität. Ja. Ja, also ich bin mit Habeck und den Grünen vollkommen fertig. Ich brauche die nimmer. In keiner Weise. Denn so was Selbstvergessenes wie die, wer soll das denn noch brauchen? Ey? Das hat ja noch keine Partei fertig gebracht.
Ja, wo ist jetzt dann der Hebel, dass es besser wird? Ja, also ich glaube schon, Brauchen wenn wir du. eine aktive Gewerkschaftsjugend, die endlich Auch mal das, klar. die Zeichen der Zeit erkennt und nicht sich passiv an die Autobahnen klebt, sondern Na, aktiv die wird? kleben sich Gott sei Dank, sage ich mal, mit an die Autobahnen. Ich glaube, dass da ausnahmsweise Verdi mal mit auf dem richtigen Weg ist. Da ist Handlungsbedarf da. Wenn die Habecks dieser Welt das nicht verstehen, dann ist das schon dramatisch, wenn die das auch noch für kriminell halten. Also, wie lange wollen wir noch warten? Ja? Das nächste Hochwasser, also wenn der, soll mir keiner kommen mit dem vollgelaufenen Keller oder ist alles so schlimm? Nee, 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 brauche ich nicht. Man muss nichts dagegen tun, wir fahren weiter mit 100 durch die Innenstadt, alles in Butter. Auf dem Kutter. Also mein Auto steht hier 90% der Zeit im Hof. Genau, das ist ein Er hat Stanzer. gebraucht 20.000 gekostet. Ich zahle immer noch am Kredit ab. Die Reifen kosten auch und was weiß ich. Genau. Eigentlich ist das höchst unökonomisch. Ja, das ist freundlich formuliert. 90% ist noch tief gegriffen, sind eher 95%. Ach ja, ich bin heute wirklich schlecht drauf. Ihr Alle merkt bei. das. Aber das geht manchmal geht es ja uns beiden so. Also der Kopfschmerz von gestern von der AfD, nachdem es Ach. klar war, dass das ein Drehbuch war und wer zum Beispiel bei Deutschlandkurier und so reinguckt, der sieht ja auch genau die Schlagzeilen. Sie feixen alle, das hat wunderbar hingehauen. Wir haben die CDU gezwungen, vor das Verfassungsgericht zu gehen und, und. Und in Ja, dieser ja. kleinen Frage der Konstitution eines Parlaments, die ist normalerweise in 3 Minuten weg, Ja, ja, ja. Ja, haben wir genau. 3 Tage gebraucht. Wie soll es erst laufen, wenn es um wirkliche Gesetze geht? Das Ja, wird doch ja. alles verzögert, verwässert, verhindert. Damit wird Fortschritt verhindert. Und dann zeigen natürlich die Leute auf die Regierung, die nicht AfD ist und nicht BSW. Ja. Ja? Und sagen, die waren es, die Altparteien waren es. Ja, wie immer. Oh Mann, Mann. Wie immer, die Leute, die Verantwortung übernehmen, die taugen nichts. Und die Leute, die nicht bereit sind, auch nur das Schwarze unter den Fingernägeln an Verantwortung zu übernehmen, das sind die Stars. Die Opferrollenparteien, ja, die überall geknechtet werden, wie die AfD und die BSW. Naja, Und wer die es schönen Sprüche glaubt. ploppen bei Maischberger und Illner und Lanz und die gelassen werden mit ihren Allgemeinplätzen, die nicht stimmen. Keiner fällt ihnen ins Wort und sagt, beleg mal, sag mir mal, wo ist das so? Da müssen sie Wozu? nämlich schweigen. Ja, Wo, wer will das auch? Wer will das auch? wozu? Also, das ist doch alles, das ist doch sowieso, das sind doch Systemlinge, diese ganzen Maischbergers und. Die glauben das doch selber schon. Also, pff, so muss man sich Sie doch nicht. reißen doch nichts. Für das System, hinter dem Sie stehen, reißen Sie doch nichts. Im Gegenteil. Das sind Sie Loser. helfen ja mit, Sturmreis zu schießen. Ja, natürlich, die kriegen wie der Lanz 6 Millionen im Jahr. An Geldern für so eine Billigsendung und reisen auf unsere Kosten durch die Welt. Na ja, das stört doch keinen Rundfunkrat. Da kümmert sich doch überhaupt keiner. Das muss getrennt werden. Politik und Rundfunk muss getrennt werden. Die AfD und die BSW werden denen schon zeigen, wie es getrennt werden muss. Da bin ich Die optimistisch. werden es Da bin ich optimistisch. inkorporieren. Es gibt nur noch Staatsfunk. Es wird nur noch Staatsfunk geben. Noch ist er ja in Anführungsstrichen staatsfern. Ja, ist er nun mal formal. Aber das wird eine ganz andere Nummer werden, wenn die an die Regierung kommen. Wenn die Staatsverträge alle gekündigt sind und keine neuen zustande kommen, na, dann möchte ich diesen öffentlichen rechtlichen Rundfunk sehen. Genau, wer uns sehen will, braucht keinen Staatsvertrag. Der kann einfach reinkommen und reingucken. Abonnieren nicht vergessen, ne? Ja, das Abonnieren. könnte mal hilfreich sein.